Es gibt Kriegsschiffe, die schon vor 250 Jahren gebaut wurden und immer noch im Einsatz sind. Das fünftälteste ist aber erst seit 1936 im aktiven Dienst. Und das ist die Parnaíba U-17, ein brasilianischer Flussmonitor. Sie hat im Zweiten Weltkrieg andere Schiffe eskortiert und ist heute das letzte Schiff ihrer Kategorie, das immer noch auf Patrouille unterwegs ist. Das viertälteste ist die Amerigo Vespucci, ein Vollschiff aus Italien. Sie wurde 1930 gebaut und ein Jahr später in Dienst gestellt. Optisch würde man meinen, dass sie viel älter ist, aber das täuscht. Sie wurde nur designtechnisch von älteren Schiffen inspiriert und ist auch nicht aus Holz gebaut, sondern besteht zum Großteil aus Stahlrippen. In ihren über 80 Dienstjahren wurde sie ausschließlich als Schulschiff verwendet. Das drittälteste ist die Kommuna aus Russland. Dieses U-Boot-Bergungsschiff wurde 1915 in Dienst gestellt und war seitdem im aktiven Dienst für das Russische Reich, die Sowjetunion und ist heute immer noch Teil der Schwarzmeerflotte von Russland. Am zweitlängsten im Dienst ist die USS Constitution der USA. Diese hölzerne Fregatte wurde bereits 1797 vom Stapel gelassen und schon ein Jahr später in Dienst gestellt. Und selbst heute noch hat das Schiff eine Besatzung aus 55 Seeleuten und ist immer noch seetauglich. Zu ihrem 200-jährigen Jubiläum wurden sogar 21 Schuss aus ihren Kanonen abgefeuert. Das älteste Kriegsschiff, das immer noch im Dienst ist, ist die HMS Victory aus Großbritannien. Sie wurde bereits 20 Jahre vor der USS Constitution in Dienst gestellt und ist das Flaggschiff des ersten Seelords. Im Gegensatz zum amerikanischen Schiff ist sie aber nicht mehr seetauglich. Sie befindet sich permanent im Trockendock und die Kanonen wurden durch Attrappen ersetzt, weil sie zu schwer für das alte Holz geworden sind. Also ist die USS Constitution das älteste seetaugliche Marineschiff und die russische Kommuna ist das älteste Militärschiff, das tatsächlich noch richtige Einsätze durchführt und nicht nur für Zeremonien oder als Museumsschiff verwendet wird.